Merci, Herr Präsident. Dass die menschliche Erbischt die Werte schafft, die materiell und die immateriell. An dem Gekehr, dass die Erbischt determinieren an der Organisation vom Leben von den Menschen. Zunter der industriellen Revolution und dem Durchsetzen von der kapitalistischen Produktionsweise gibt es eine Auseinandersetzung im Frieste von der Lohnerbischt. Also wen Deel denen Leute so gut kennt, die schaffen und schaffen, aber wen Deel denen zu gut kennt, die über Produktionsmittel verfügen. Das war früher so, und das ist auch heute noch immer so. Der Erbischtsverhältnis definiert also als Code du Travail als ein Lien de Subordination. Also ein Beschäftigter stellt einen Deel von seiner Lebenszeit an Erbischtskraft einem anderen zur Verfügung, den er dafür entlohnt. Mit das bleibt ein hierarchisches Verhältnis. Mit der Erbischt sind in unserer Gesellschaft zwei zentrale Versprechen verbunden. Allgemein, der Erbischt schafft Wachstum, an dem Wachstum als Grundlage vom Wohlstand und von der Lebensqualität von den Leuten, die schaffen. Und zweitens, und mehr spezifisch, Erbischt ermöglicht ein dezentes, menschenwürdiges Leben, Erbischt schützt für Armut oder vereinfacht gesagt, schaffen lohnt sich. Herr Präsident, genedes Versprechen sind hier am Land nicht recht zunter kurzem auf Ruhe gestellt. An einem Land, das zu den reichsten an Europa, ja sogar der Welt gehört. Zu Lützburg schon man überdurchschnittlich hegen Tau Leute, die trotz Erbischt arm sind oder dem Armutsrisiko ausgesetzt sind. Hei zu Lützburg gehören 11,6% von den Leuten, die schaffen eine Menage, die dem Armutsrisiko ausgesetzt sind. 11,6% sind sogenannten Working Poor, das ist wesentlich mehr wie in unseren Nordbeschländern. Und das ist auch ein Rekord par rapport zu den Jahren für drin. Das sieht als Eurostat. In ganz Europa oder an der Eurozone sind es schon nach Krisenländern, Griechenland, Spanien für den Undeel von Working Poor Mayhagers. Und ob ganz die EU ausgeweitet ist nach Rumänien, wo es mehr ein schlechter Tor wie Lützburg. Erstaunlich ist auch, dass den allgemeinen Armutsrisiko, was an der letzten Show vielerseits begrüßt ging, am Land zwar leicht raufgegangen ist, ob immer noch gigantisch 15,% mit den von der Working Poor parallel zum Raufgehen vom allgemeinen Tor weiter geklommen ist. Wenn ich nur vielleicht noch nachvollziehen kann, dass 16,5% von den Leuten, die Teilzeit schaffen, dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, so kann ich das aber nicht mehr bei denen 10%, die einen Volltag schon, also 40 Stunden pro Woche über die ganze Jahr schaffen. Wenn ich vielleicht nur vollziehen kann, dass 23% von allen Leuten, die in CDD haben, Working Poor sind, dann aber nicht mehr bei denen bald 10%, die in CDI haben. Auch hier sind wir am Spitzenploton von der europäischen Negativlicht, selon Eurostat. All das Zölle müssten am allerhöchsten Grad alarmieren, weil sie bedeuten, dass genau das gesellschaftliche Versprechen von Wohlstand durch Erbischt nicht wirklich respektiert wird, ja sogar immer Männer erfüllt wird. Der Begriff Working Poor bezeichnet also all die Leute, die innerhalb von einem Jahr mehr wie Talschen von der Zeit geschafft haben, aber mit allen eventuellen Sozialleistungen an einem Menage wohnen, den unter dem Armutsrisiko leidet, den allgemein unerkannt definiert wird als 60% vom Medianlohn. Das Phänomen besteht also als Mehrdeler. Einerseits der Revenu von der Person, andererseits die Sozialleistungen, die sie eventuell bezieht, dass die Summensetzung vom Haushalt an der Hecht vom monetären Armutsrisiko am jeweiligen Land. Für den Phänomen Working Poor auf den Grund zu gehen, muss ich einfach die einzelnen Mentor gucken, an sie ausmachen, angefangen vom Armutsrisiko, der natürlich relative Wert ist. Also ein, der von der Abkommenssituation von Land zu Land changiert. Das ist auch ein, der an erster Linie etwas über die gesellschaftlichen Ungleichheiten aussieht. Mit natürlich seine Berechtigung, weil auch Armut als einen relativen Wert. Es kann in Armut just muss, par rapport zu einer bestimmten gesellschaftlichen und historischen Situation. Wir vergleichen ja auch nicht Armut mit Mittelalter oder mit Entwicklungsländern. Dafür können wir uns auch nicht herausreden, dass die Armutsgrenze wie zu Lützburg eben mehr heisst, wie in anderen Ländern, weil Armut immer Ausdruck als von engem gesellschaftlichen Verhältnis. An den absolut Zwillen nicht einfach so vergleichen kann, mehr justement relativer, die eine Bedeutung innerhalb von einer Gesellschaft tun.
En plus, als het zo dat het aan Europa twee landen gaat die een absolute zwille meenhegen mediaan revenu opweisen wie Luxemburg, namelijk Schweiz en Island. En daar leidt een tode pauvreté van de working poor meer niedrig, namelijk respectief bij 8 respectief bij 7%. Armut is ook relatief, weil die Lebenshaltungskosten von Land zu Land changieren. En heeft der monetaire Dimension Armut immer verbunden als mit Exklusion, mit Ausschluss von sozialem, kulturellem und gesellschaftlichem Leben. Neben dem relativen Indikator von Armut wird der Statek versicht, den monetären Minimum zu Luxemburg zu berechnen, den es dort braucht, für menschenwürdig, also dezent leben zu können. So ein Exerzis ist immer mit einer gewissen Skepsis zu bewerten, weil es ganz schwer als steht, monetär an absoluten Zölle mit denen zu vergleichen, weil steht immer zu dienen, wo man spezifischen Lebenssituationen von Menschen und noch ein ganz rich Parameter an der Etude aus der Urst gelost gaufen, die aber wichtig gewischt wäre, wie zum Beispiel auch hier am Land geografische Komponenten, den familiären oder sozialen Kontext und einem Stort Alter etc. Also obwohl ihn das Etude mit einer gewissen Vorsicht genießen muss, sind hier zentrale Konklusionen für uns aber interessant. Die ist das, der Niveau von einem menschenwürdigen Leben liegt zu Luxemburg an alle Fällen über dem Montant, den den Armutsrisiko definiert. An anderen Wieder, für decemment leben zu können, brauche ich mehr wie das Abkommen, was den Armutsrisiko definiert. Zweitens, der Netto-Mindestlohn hier im Land liegt sowohl unter dem Armutsrisiko, wie auch unter dem vom dezenten Leben. Just am Idealfall. Und das ist interessant. Just am Idealfall, wo eine Person mit Mindestlohn kann auf alle guten Sozialleistungen zugleich zurückgreifen, als es möglich ist, dezent zu leben. Ich werde nur noch darauf zurückkommen, für was das nicht so evident ist. Aber für was man dafür so heiß tue noch eventuell haben. Aus den drei Observationen kriegt ihr ein Dissen, wo ihr den außergewöhnlich heißen Tor hier könnt. Und egal, wie ein Mensch, der wie ein Aussatz für Armut oder besonders die von Menschen, die schaffen zu müssen, es könnt ihr nicht lernen, die Kosten, die noch Salariatskummer in ihrem Sozialpanorama für eine Woche gemäht wird, nämlich, dass die langfristige Tendenz weist, dass man mit einem strukturellen Problem zu dienen hat, den sogar an Zeiten von Heischkonjunktur auf phänomenalen Wachstumszwellen nicht substanziell zurückgeht, ja sogar echter Gefahr lebt, nach weiter an die Lut zu gehen. Anhand dieser plagischen Zwillen stehen Menschen. Menschen an Familien, an teilweise dramatischen Situationen. Und noch besonders zu Luxemburg. Viel Kanner, viel steht mit Kanner. Und das ist noch immer so, dass Kanner zu Luxemburg eigentlich die größten Armutsrisiko sind. Sogar dann, wenn ich schafft. Und das ist ein seriöses Problem. Gerade an einem scheinbar so reichen Land, dem man wirklich misst, auf den Fonds gehen. Herr Präsident, eine von den Hauptursachen vom Working Poor Phänomen ist die immer mehr inegalitäre Entwicklung von der Lehn. Erstens, in Bezug auf die Primärverdelung zwischen Arbeit und Kapital, wo die Produktivität in den letzten Jahren wesentlich mehr sehr gewohnt ist wie die Lehn. Und auch den Revenu aus Kapitalerträge deutlich mehr besteuert wird, wie das kommt von der Lehn. Aber genauso gilt es Ungleichentwicklung auch innerhalb von den einzelnen Lehnkategorien. So wird ein Sozialpanorama abgewiesen, dass die innerste Lehn an den letzten 15 Jahren um 36% geklommen sind, die Mittel um 53% und die Uhren um 60%, also doppelt so sehr geklommen sind wie die innen. Nach mehr Bezeichnung aus der Entwicklung von der Kaufkraft an den letzten 5 Jahren, also 2010, bei den innersten Salären, als sie just um 1,1% an die Lut gingen, praktisch 5-mal mehr wie bei den ewigsten Lehen. Das ist als Ausdruck, als Sinnbild von der sozialen Schere, die hier in unserem Land immer mehr weit auseinander geht, an die Ursache von den wissenden Inegalitäten ist. Der Staat und die Regierung hat seinerseits direkten Einfluss auf die Entwicklung von den innersten Lehen. Über zwei Mechanismen, einerseits über die Teicht vom Mindestlohn, der per Gesetz festgehalten wird, und andererseits über das Fallen oder das Aussetzen losen von Indextranchen.
Zalayats Kummer wird vielgerechnet allein die Indexmanipulation von 2013 zu einem Retard von 7 Monaten beim Ausbezahlen von der Tranche gefeuert wird, Leute mit niedrigen Lehen viel Geld gekostet wird. Am Ganzen sind an den letzten 4 Jahren 1269 Euro für Salarien, die in den Mindestlohn bezieht, verloren gegangen. Dazu sind Paien, die nicht ausbezahlt sind, also dem Patronat zugutekommen. Und auch nur der Steuerreform, die zwar effektiv eine steuerliche Entlastung brücht wird für Mindestlohnempfänger, müssen die weiterhin Steuern bezahlen. Wenn es dreht, auf wen es kehrt, der Netto-Mindestlohn geht nicht durch, für ihre Armut zu schützen. Dazu sind die internationalen Zahlen. Und er geht auch nicht durch, für dezent zu leben. Das sieht ein Statek. Und das müsste aber eigentlich die zentrale Funktion vom Mindestlohn sein. Und das ist Führung der sozialen Transferen. Ob das ein Umstand weist doch die Schacht Sozialeuropäer hin, die Lützeburg unterschrieben hat, gegen der hier in Artikel 4 Lützeburg verstehst, worauf der Conseil Europe als aufmerksam gemäht wird, weil der Mindestlohn ganz einfach zu niedrig ist hier am Land. Dafür, Herr Präsident, deposieren wir auch hier eine Motion entsprechend zum Mindestlohn. Herr Präsident, der weitere Grund für die hohe Zahl vom Working Poor sind natürlich die Explosion von prekären Arbeitsverhältnissen, also besonders durch Zeitverträge, zeitlich begrenzte Verträge an Interimsarbeiten. Bald all feierte Salarien, denen CDD hat, aus dem Armutsrisiko ausgesetzt. Das sind gigantische Zahlen, überraschend Zahlen. Wir sehen, dass an den letzten Jahren den ordinären CDI, also die Festanstellung, schon längst nicht mit Regeln ist, und dass zeitlich begrenzte Verträge immer mehr abkommen mit den sozialen Konsequenzen für Salarien, die das bedeutet. Ich will auch daran erinnern, dass Salarien als ganze Berufsgruppen eigentlich nur 10 Jahre Experienz der qualifizierten Mindestlohn zu gut hätten, Patronat denen aber refusiert, wir werden hinter Jahren für die Gerichter gestritten. Ich denke nur natürlich an Personal vom Bordsektor. Und ich denke noch, dass es da unter Aufgabe wir von der Regierung für an dem toten Fall Verantwortung zu weisen. Herr Präsident, in einem Umfeld, wo die Innenstlehen stagnieren, wo prekäre Arbeitskontrakte auf verschiedenen Sektoren immer mehr zur Regel gehen, kann und muss der Sozialstaat eine zentrale Rolle spielen, für auch die Leute mit den kleineren Venuen entgegenzukommen. Es ist nicht Zeit, für am Detail auf die Entwicklung von der Sozialpolitik von dieser an, auch für und allem von der Viergängerregierung, am Detail anzugehen. Ich will just einzelne Elemente rauspicken, weil sie auch an der Etude vom Stadtag abgegriffen gaufen. Angefangen beim generellen Konstat, dass diese Regierung hier Mandatsperiode angefangen hat mit derselben Austeritätspolitik, die die Viergängerregierung betrieben hat. Sie hat dem Kanz zwar einen anderen umgehen, mit dem Zukunftspark war in Wirklichkeit nicht anders wie den 5. austeritären Spurpark an den letzten Jahren. Und da drinnen ist ein wichtiges Element gefallen, nämlich Familienpolitik. Die Regierung hat beim Kannergeld 2 Prestationen ganz aufgeschafft und Kannergeld selber an ihrer Summe gekürzt für zukünftig Kanner, die auf die Welt kommen, zumindest ab dem 2. Kant. So ist Kannergeld low entretemps auch und das Salär Median gekoppelt, war der Fortschritt aus par rapport zu der Situation für drin. Wir wissen, dass das auch noch nicht an drischen Discher aus. Zalajanskummer hat demnächst an ihrem, wie wir das Familienkannergeld diskutiert, viel gerechnet, dass eine Familie mit 3 Kanner ganz unabhängig von der Lohnsituation abweist. Und das sind 231 Euro im Monat, also 2856 Euro im Jahr. Für verschiedene Städte sind das 1 bis demnächst sogar 2 Paien. Zweitens gehen Sozialtransferen nicht als Hölle für Leute an missliche Situationen gesehen, sondern ganz stark als Aktivitätsmesuren. Das heißt, dass das speziell von einer sozialen Leistung und Konditionen gebunden ist, dass die konzernierte Person sich aktiv um einen Arbeit bemäht. Das wäre schon beim Revenu-Minimum-Garantie an der Logik so. Und das geht auch beim Revis an der Reform, die im Moment schon auch um Instanzen wie als auch so weitergeführt.
Was am Stadtteilrapport abfällt, dass sich Berufen auf die Allocation de vie chère, die vom Stadtteil integral berechnet wird, an ihren zwei Komponenten, das heißt einerseits die, die ihn zu gut wird, von staatlicherseits, wie aber auch den, die ihn zu gut wird von der Gemeinde. Du hast wirklich geht aber so, dass das an den Bereich von der Gemeindeautonomie fällt, dann das von Gemeinde zu Gemeinde verschiedener. Verschiedener machen, so wie der Stadtteil geht berechnet wird, an gehen sie integral bannen so in den Montant, den der Staat führt. Andere haben überhaupt keinen, und noch dritter haben just einen Deal davon. Du gesagt, dass das soziale Netz, das durch den Stadtteil viel gerechnet wird, eigentlich viel mehr weitmarschig ist, wie ob so den ersten Blick gemengen. Ich von denen sozialen Transferen, den die Regierung, des Regierung nicht aufgebaut wird, mehr neu angefordert wird, als Subvention Loyer, die auch beim Stadtteil eine ganz große Rolle spielt. Die Subvention soll schon Lokatären zugutekommen, die ihre Loyer nicht mehr packen, die also mehr wie 33% von ihrem Revenu für den Loyer auf den Tisch legen müssen. Ein Tod, der auch beim ersten Bilo an der Chambers-Kommission schon auf Ruhe gestellt ist. Sie haben aber in ihrem ersten Jahr nicht mehr wenig beansprucht, was nicht verwunderlich ist, weil es der Arbeits- sowie der Wohnsituation von ganz vielen Leuten steht, gar nicht Rechnung dreht. Engerseits drohen Kriterien enger schlechter Logierung gar nicht Rechnung. Eurostat hat für 2014 zum Beispiel ein mehr hohes Taux de Surpeuplement für Lützeburg gerechnet, wie für seine Nobischländer. Das bedeutet aber, dass Leute, die an so einem Menage wohnen, überhaupt nicht auf Ruhe kommen, für die Totenhilfe zu kriegen. Und sie gerade die Leute, die eigentlich die Totenhilfe am dringendsten brauchen. Andererseits drohen Kriterien für die Subventionen auch den Entwicklungen um Arbeitsmarkt nicht Rechnung. Wie ich für euch schon gewesen habe, sind prekäre Arbeitskontrakte in den letzten Jahren noch zu Lützeburg immer mehr oft der Fall. Und diese Kontrakte sind immer mehr über mehr kurze Zeiträume begrenzt. Vielleicht handelt es sich auch sogar aus dem Freelance-Beschäftigung oder um eine Nähreihung von Stage, weil kein anständiger Platz zu fanden ist. Auf alle Fälle ist etwas klar, die Leute mit diesen Kontrakten sind von der Subvention de Loyer disqualifiziert, weil sie oft kein regelmäßiges Revenu über die letzten Main vierweise kennen. Und dabei sind es gerade die Leute, die dort Hilfe am dringendsten brauchen. Wie groß das Wohnproblem für Leute mit kleinen und immer mehr oft auch mittleren Revenu sind, weist auch der Vergleich von der Evolution von den Preisen von den Loyern mit den von der Entwicklung von den Lehnen, besonders von den kleinen Lehnen. An dem Zeitraum sind Preise zu Lützeburg laut Observatoire de l'Habitat, also in den letzten 10 Jahren, bald 42% geklommen. Das Hoss als exponentiell nur, wenn die letzten 12 Monate waren sogar 5,6% Hoss. Aber bei Neubauten, bei Appartementen, als nur Observatoire de l'Habitat, das Hoss am letzten Jahr über 12 Monate bei 12%. Das sind wahnsinnig Zahlen. Aber auch bei den Loyern ist das Haus ganz stark. Es ist in den letzten 10 Jahren bald 30% gewesen. Und auch hier klammern die Loyern wesentlich mehr sehr, wie die Lehne, aber besonders die Innenstadt, nur kommen. Dabei kommen bei den meisten Lokationen noch nach Freda Jans und Kautionen, die viele Leute, auch an die Labyrinthen bringen. Also zumindest das kann die sehr aufändern, wir haben dazu ein Gesetzesproposal reingehen, der schon positiv avisiert geht vom Staatsrat und noch von den Berufskummern. Es bräuchte also nur, just sie an Plenär zu holen und zu votieren. Und auch wenn es just ein Drips auf der Wärme stehen, also das zumindest die Drips. Also es geht deutlich, dass die Prekarisierung von eben mehr Leuten nicht just ein aus der Fuge geratenen Privatmarché als mit dass es durch eine politische Responsabilität geht, an einen politischen Immobilismus, den er unbedingt beherrschen muss. Das ist natürlich so, dass er einzig und allein mit lohnpolitischen Mesuren das sicherlich nicht lesen kann. Tuningsnot dann die Verarmung, die auch mit hier zusammenhängt, besonders mit Leuten, die um Mindestlohn oder mit ganz niedrigen Revenuen zu Lützeburg, nämlich geht auch weiter vorgetrieben von einer struktureller Doxa, was der Wohnungsmarkt angeht. Den unheimlich große wirtschaftliche Wachstum, den durch immer mehr eine große Kompetitivität erschaffen wird, den du hier könnt, dass immer mehr Steuern angezogen gehen, bedeuten auf der anderen Seite, dass immer mehr Leute hierher kommen, hierher schaffen und dass das Mobilkapital immer mehr einen großen Teil von der Schaffter-Plus-Value
überlos muss gehen. Der Privatbesitz bleibt weiter hellig. An dem Bauterrain ist mittlerweile der Goldesel für ganz viel Immobiliären oder Proprietären von Bauland. Solange in dieser Situation strukturell nichts geändert wird, und wir haben auch als Link viel konstruktiv Vorschläge dazu gemäht, und ich weiß auch, dass die Debatte glücklicherweise nur an andere Fraktionen mit einer großen Intensivität gefordert wird, und das ist auch gut so, weil es überfällig ist. Solange man die Probleme nicht strukturell aufpacken, wird man auch den Problem von der Realität, der realen Erfahrung von den Working Poor, Leute mit niedrigem Revenu, die der Armut ausgesetzt sind, nicht entgegengehen können. Weil Armut ist eben nicht nimmer auf die finanzielle Dimension beschränkt, mehr so den Impact auf andere Bereiche. Ein bisschen mehr billige Logement auf einer Hauptverkehrsachse bietet keine Lebensqualität aufgrund von Kamedia-Verschmutzung. Ein superplayertes Logement führt zu Spannungen, die eine Person auch mit auf der Bestmatt hält. Ein Logement an einer mehr isolierten Gegend kann zu kulturellen und sozialen Einschränkungen führen, weil die Familie oder die Freunde nicht nur beiwohnen. An eine ganz wichtige Dimension, die dann auch eng mit der Wohnsituation an der Armut, die dadurch entstehen kann, als Mobilität. Weil auch eine eingeschränkte Mobilität als Ausdruck von armen Verhältnissen. Herr Präsident, den Mangel an dezentralisierten Infrastrukturen, was den öffentlichen Transport angeht, feiert zu der Aufhängigkeit von privaten Transportmitteln, die sich Leute mit kleinem Einkommen nicht den hohen Logementspreisen oft nicht mehr leisten können. Den Auto als eine teure Ausschaffung, mit der doch viel laufend Kosten für Reparaturen, Assurancen und natürlich den Parking, den sich auch nicht so gut gestaltete Leute nicht leisten können. Geografische Ausgrenzung reduziert Mobilität und Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden und dreift den Armutsrisiko nach mehr an Blut. Leider gehen zu Lützeburg kein gesicherte Zahlen darüber, wie den Autobesitz und Beanspruchung von Verkehrsleistungen vom Akkommes aufhängt. An Deutschland zum Beispiel gehen so Etüden, an die weisen, dass an den innersten Lohnkategorien nimmer all dritte Stot überhaupt über den Auto verfügt, während die Unzahl von den Autos an den höchsten Einkommensbereichen oft bei 3 Armee Autos pro Stot belebt. An Österreich geht raus, dass die Beanspruchung von Verkehrsleistungen privat und individuell, gerade wie öffentlich und kollektiv, beim Einkommens klemmt. Und also Leute mit wenig Einkommen, Männer mobil können sein, mit allen beruflichen, sozialen und kulturellen Einschränkungen, die das mit sich bringt. Leute, die aus freiem Schwan natürlich, aus ökologischen Gründen zum Beispiel kein Auto wollen oder auch einfach kein brauchen, sind oft Leute, die Möglichkeiten auch dazu haben, weil sie zentral wohnen, weil sie eben den Schwan getroffen haben, einen mehr hohen Loyer sich können zu leisten. Aber für viele Leute ist es ein Schwan, ob er ein Auto haben, ein Mann Loyer oder eben mehr zentral wohnen und ob öffentliche Infrastrukturen können zurückgreifen, also kein Auto brauchen zu haben. Ob das überhaupt so möglich ist zu Lützeburg für alle Menschen, bleibt aber weiter auf Frage zu stellen. Herr Präsident, Mobilität ist eine Quelle von Armut. Wenn Ihnen sich aber die Frage stellt, wie Konsequenzen nur der Abzählung von den verschiedenen Faktoren, die soziale Ausgrenzung und Armut bedeuten, ich meine, dass es wichtig ist, 5 Pisten vorzuschlagen, die wir eigentlich müssten diskutieren und couragiert hier in der Chambre angehen. Erstens, und das schenkt mir evident zu sein, der Netto-Mindestlohn muss an die Leute gehen. Er liegt zu Lützburg für eine Person allein, sowohl unter der Armutsgrenze, wie auch unter dem vom Statek berechneten niedrigen Mindestabkommens. Und dieser Mindestlohn, also die primäre Repartition zwischen Kapital und Arbeit, muss an Eisenbahn allein schon Schutz für eine Armut bedeuten. Zumindest für eine einzelne Person, doch an einer so individualisierten Gesellschaft. Und es kann nicht sein, dass ein Mensch, der eine Volltasche hat, also voll schafft, doch fies eigentlich auf Sozialhilfe angewiesen ist, für können, übertrunnen zu kommen.
Der Mindestlohn gehört also angepasst. An die vergangenen ausgesetzten Indextranchen gilt doch direkt, um die Effekte davon beizusetzen. Das tun nicht nur mehr, dass auch eine zentrale Forderung von den Gewerkschaften an den Sozialverbänden hier im Land. An die Forderung ist auch nicht vermessen, mit die minimale Grundlage, die in hier im Land überhaupt kann, für soziale Kohäsion schwätzen. Und es braucht auch kein Eis zu sagen, dass das nicht gut wäre für uns. Ökonomie, weil wir dann nämlich kompetitiv wären, weil es die Gradberufe am Niedriglohnsektor eben die nicht so einfach können delokalisiert gehen. Ein Bootsfrau schafft hier im Land und ihre Service gehen hier gebraucht. Dasselbe gilt für andere Bereiche, das gilt so für die Konstruktion, für den Commerz, für den Noreska-Sektor. Oder mengt ihn allen erstes, es gibt ein Wirtsein-Bistro an der Stadt zu machen, an den zu Arelrem abmachen, weil der Mindestlohn an die Lut gegangen wäre. Zweitens, prekär erbischt, also Interim an Zeitverträge, müssen legal enkadriert gehen, so dass ein abusiver Rekurs bei größeren Unternehmen, ob das prekär Erbischtsformen strikt reglementiert ist, zwar ob ein gewissen Prozentsatz, zwar ob außergewöhnlich konjunkturell picken. Für uns 2 Wochen haben wir bei der Debatte über die Subventionen, weiter Subventionierungsmöglichkeiten von den PMÖ, habe ich darauf hingewiesen, dass es keine Möglichkeit sind, Sozialkriterien bei kleinen Betrieben als Subvention als Möglichkeit anzufassen, notamment die, dass Betriebe, die es effektiv nicht unbedingt einfach haben, es fertigbringen, Zeitverträge umzuwandeln auf fest Arbeitsplätze. Das wir Pisten, die ein Undenken misst, wir können dem abusiven Phänomen von den CDD an der Interimsarbeit entgegenzuwirken. Drittens, die universal Sozialleistungen, und darin am Englisch für allem, Kannergeld haben durch die Indexierung von 4, Desindexierung von 4,15, 14 Jahren an der Zeit solid und Wert verloren. Und auch die Reform vom Kannergeld von dieser Regierung werden an allererster Linie eine Spurmesur am Ziel, meiner Suche auszugehen. Am meisten darin leiden an Zukunft Kannerreichfamilien und das muss redressiert gehen. Selektiv Sozialleistungen wird neue Subventionen müssen so orientiert gehen, dass sie auch da ankommen, wo die Besoins real sind. Also können höchstens eine kurzfristige Übergangslösung sein, weil im Moment fließen die Suen eigentlich immer mehr direkt aus dem Portemonnaie vom Lokatär an Taschen von der Immobilier und heizen noch den Markt weiter un. Das Wohnungsproblem muss sich resolut angehen und die Vermischt vom Markt brechen. Viertens, die Regierung könnte nicht da lernen, den Wachstum zu regulieren. Der Wachstum könnte kaum mehr bei den niedrigen Einkommenskategorien nun. Am Gegenteil, es sind die Leute, die am meisten unter den negativen Konsequenzen zu leiden haben. Es sind sie, die am schwersten unter der desolaten Situation um Wohnungsmarkt leiden. Es sind sie, die am meisten unter verstopften Straßen sich leiden. Und es sind sie, die ihre Lebensqualität durch den unkontrollierten Wachstum aufhält. Da verbrauchen wir Paradigmenwechsel an der Wohnungspolitik, gewäsch vom freien Markt hin zu öffentlicher Regulation und öffentlichem Bauen, wie das dann steht, wie Amsterdam oder Wien. Schon lange der Fall ist, steht die schon eine ganz hohe Lebensqualität. Und da verbrauchen wir auch den konsequenten Ausbau vom öffentlichen Transport, vom gratis öffentlichen Transport an eine seriöse Landesplanung. Am Nachhinein, fünftens und letztens, wir brauchen eine seriöse Steuerreform, die wirklich sozial gerecht und umverdehlend ist. Ich habe schon gesagt, die Steuerreform von dieser Regierung hat die innerste Abkommenskategorien steuerlich entlastet. Aber es wäre aber nicht wirklich umverdehlend. Am besten Fall als keine Progression immunisiert gehen. Und es wird auf der anderen Seite nicht dazu gefordert, dass der Staat sich neu an anderen Mittel gibt, für die Wachstum eben zu regulieren und selber aktiv an den Wachstumsprozess anzugreifen. Herr Madame Präsidentin, bei der Rede von der Lage zu der Nation sagte ich, dass das Band zwischen Wachstum und Wohlstand zerrissen wird. Beim Phänomen von der Working Poor merkt man das am eindringlichsten, weil Wachstum nicht automatisch Wohlstand bedeutet, für immer mehr großen Teil von den Leuten, die hier wohnen, schaffen und leben. Das Problematik muss meiner Meinung nach bei einer Regierung ganz oben auf der politischen
Agenda stehen. Weil all Politik, die das nicht prioritär behandelt, dreht dazu bei, dass Ungleichheiten weiter klammen, dass das Land weiter auseinanderdreht, dafür in allem, dass ein von den zentralen Versprechen von einer Gesellschaft für die Betroffenen just nach wie batteren Zynismus klingt. Als Linkummer versicht Problematik hei an dieser Interpellation zu skizzieren, am Rund Pisten auf wir abgezeichnet, die wir denen diskutieren müssen. Aber wir mengen noch, dass wir diese Diskussion, dass wir dieser Thematik so eine große Wichtigkeit meisten auch an der Zukunft gehen, froh von der sozialen Entwicklung vom Land, dass wir auch dürfen als Aufschluss des Resolution, Madame Präsidentin, präsentieren. Merci. Ich sage nicht merci. Eh bien.